Weihnachten für Faule, einfach nur oberlecker wie immer, aber mal ein bisschen was Fixeres. Ein Sandwich mit Apfel, Zwiebel, Maronengemüse. Kann die Scheiße mal warten. Hallöchen, Alex hier aus der Weihnachtsküche von Peter. Bei mir gibt's heute ein oberleckeres Sandwich mit Apfel, Zwiebel, Maronengemüse. Passt aufs Buffet oder für zwischendurch oder wer keinen Bock hat, ein riesengroßes Festtagsmenü zuzubereiten. Also, los geht's! So, die Pfanne auf volle Pullehitze und als allererstes fliegen die Zwiebeln rein. Da machen wir uns jetzt schöne Zwiebelringe, die gar nicht so fein schneiden, sondern die sollen nachher noch ein kleines bisschen Biss haben. Jetzt einfach ein bisschen die einzelnen Ringe hier rausdrücken und in etwas Olivenöl werden die jetzt für ungefähr 5 Minütchen angeschwitzt. Während die Zwiebeln hier vor sich hinschmoren, habe ich hier saubere Äpfel. Das Kerngehäuse einfach grob entfernen. Oh, liebe angebratene Zwiebeln. Das ist immer so lecker, wenn die vor sich hinschmörgeln. Mmh, lecker, lecker. Ich nehme sehr gerne knackige Äpfel mit so einem kleinen bisschen Säure. Weil ich mag das nicht so durchgematscht. Die Zwiebel ist jetzt schon schön glasig geworden. Ist aber noch knackig, bissfest. Aber schon richtig schön süß. Jetzt kommen Maronen dazu, die sind bereits vorgegart und ebenfalls noch kurz mit anbraten. Wenn er merkt, dass ein kleines bisschen die Pfanne zu trocken wird, einfach noch ein kleines bisschen Olivenöl mit drüber geben. So, die Maronen sind jetzt ebenfalls so leicht angeknuspert, leicht bräunlich. Dann kommt eine Prise Salz noch dazu, die obligatorische Prise Pfeffer und auch Paprika, das sind sowieso bei mir so die, ja, dieses Trio, so Standardgewürz bei mir. Das passt eigentlich immer. Die frischen Äpfel dazu und die sollen jetzt ebenfalls nur ganz kurz Hitze nehmen. Also die sollen gar nicht weich werden. Alter Vater, das riecht schon so verdammt lecker. Und ich bin sowieso ja ein Freund davon, nicht mit tausenden Gewürzen zu arbeiten, sondern wenn man gute Zutaten hat, frische Zutaten hat, dann reicht eigentlich das Produkt an sich wirklich nur mit einer Prise Salz, Pfeffer, Paprika oder irgendwas. Und dann ist das auch schon mega lecker und perfekt. Einmal noch schön durchschwenken. Die Pfanne wird jetzt ausgemacht. Dann haben wir jetzt hier einen schönen pflanzlichen Reibekäse. Wenn diese Sandwiches also richtig schön schlotzig werden mit dem knackigen Apfel und der knackigen Zwiebel innen drin. Einfach auf der ausgeschalteten Herdplatte kurz ziehen lassen. Ich mache mich jetzt an das herrlich frische Baguette. Wie ein Brot aufschneidet, brauche ich euch nicht erklären, mit dem Brotmesser. Dann habe ich hier eine fertige, aus dem Supermarkt kriegt man eigentlich auch schon fast überall, eine fertige vegane Remoulade. Da werden jetzt beide Hälften so richtig schön saftig und dick mit eingestrichen. Auf die untere Hälfte kommt jetzt knackig frischer Salat. Das Gemüse ist auch fertig. Und wie gesagt, das Allerleckeste ist es hier wirklich, wenn die Zutaten noch schön knackig bleiben. Alter Vater, riecht das lecker. Und das ist einfach mal was ganz Besonderes, obwohl es so simpel ist. Finde ich sowieso am schönsten die simplen Sachen, die so schön schnell gehen, ohne dass man ewig dafür in der Küche stehen muss. Und man kann sich selber oder seine Freunde, Familie damit wunderbar begeistern. Bloß nicht sparen. So, fertig ist das super schnelle und oberleckere Apfel-Zwiebel-Maronen-Sandwich, was nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu Silvester passt. Natürlich kann es auch davor und danach gegessen werden, aber gerade mit den Zutaten passt das einfach absolut auf den Punkt. Und dass es oberlecker ist, ich denke, das könnt ihr euch vorstellen. Ich werde es mir jetzt nämlich selber beweisen, indem ich es mir schmecken lasse. Guten Appetit. Mmh. Mmh. Absolut lecker. Die Äpfel und Zwiebeln sind noch schön knackig. Immer wenn man so einen Apfel drauf beißt, kommt schön die Süße raus. Absolut empfehlenswert. Natürlich wie immer tierleidfrei, vegan. So sollte es natürlich nicht nur zu Weihnachten sein, sondern das ganze Jahr über. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Macht's nach, lasst es euch schmecken. Euer Alex.